Dominik hier, moin. Im folgenden Video zeige ich euch die neue Funktion bzw. das neue Feature Gatekeeper von OS X Mountain Lion. Wo finde ich Gatekeeper? Gatekeeper ist im System verankert und die Einstellungen hierzu findet ihr in den Systemeinstellungen unter Sicherheit. Ich schalte mir das erstmal frei. Gatekeeper hat drei Einstellungsmöglichkeiten hier unten. A, Mac App Store und verifizierte Entwickler und keine Einschränkungen. Was heißt das jetzt erstmal? Programme aus folgenden Quellen erlauben. Das bedeutet, wenn ihr hier Mac App Store wählt, dürft ihr lediglich Programme aus dem Mac App Store installieren und ausführen. Das heißt, nur was aus dem Mac App Store kommt, was Apple bereits im Vorfeld geprüft hat, ist auf eurem Mac installierbar und ausführbar. Das stellt sicher, dass die Apps funktionieren, kein Schadcode enthalten und von Apple, wie gesagt, im Vorfeld schon geprüft worden sind. Sollte es dennoch, wie es hier bei iOS schon vorgekommen ist, da Probleme bei Apps geben, sollte es hier im Nachhinein sich herausstellen, dass die App doch nicht so brav war, wie sie erst den Einschein gemacht hat, dann hat Apple die Möglichkeit, diese App zurückzuziehen und eurem Mac mitzuteilen, Achtung, hier diese App bitte nicht mehr und ihr seid auf der sicheren Seite. Dann gibt es die Option Mac App Store und verifizierte Entwickler. Ein verifizierter Entwickler ist ein von Apple geprüfter Entwickler, das heißt, er hat seine eindeutige Entwickler-ID und mit dieser Entwickler-ID muss er die Software signieren, damit sie auf eurem Mac installiert werden kann. Und nur solche verifizierten Entwickler mit ihrer signierten Software können euch unter diesen Einstellungen Apps zur Verfügung stellen, die ihr dann installieren und ausführen könnt. Oder ihr sagt, keine Einschränkungen und müsst dann ganz sicher nochmal mit keine Einschränkungen hier bestätigen. Das bedeutet, jetzt ist es wieder wie vorher. Ihr könnt jetzt alles installieren und ausführen, wie ihr wollt. Natürlich eventuell Schadsoftware oder eventuell schädlicher Code kann so auch auf euren Mac kommen. Ich nehme jetzt mal die Einstellung Mac App Store und verifizierte Entwickler, weil ich möchte nicht nur aus dem App Store hier Programme installieren, sondern ich möchte auch Software installieren, die von verifizierten Entwicklern ist. Ich habe mir hier mal Herald heruntergeladen. Herald ist ein Mail-Plugin, welches mir hier oben oder wo auch immer ich möchte, die Mails in Vorschau anzeigt und ich darauf relativ fix reagieren kann. Mir gefällt es immer noch ein bisschen besser als die Benachrichtigung, aber das ist Geschmackssache. Gut, ich möchte mir das jetzt installieren und ihr seht zunächst, dass es aus dem Internet geladen wurde, von dieser Webseite und ich sage öffnen, das ist korrekt. Da der Entwickler zertifiziert ist von Apple, das heißt, er hat eine eindeutige ID und hat diese Software hier signiert, kann ich sie völlig problemlos auf meinem System installieren. Das war es auch schon, hier ist die Software installiert worden. Jetzt gucken wir mal, was passiert mit Software, die nicht signiert ist. Ich habe noch eine ältere Version von Handbrake hier auf dem System installiert. Das heißt, ich musste sie hier gar nicht installieren. Ich musste Handbrake lediglich aus der DMG-Datei, aus dem DMG-Image in die Programme ziehen. Habe hier Handbrake und möchte das jetzt mal ausführen. Und genau in dem Moment schlägt Gatekeeper zu und sagt mir, die Sicherheitseinstellungen, die ich an dem Mac hier getätigt habe, erlauben nur Programme aus dem Mac App Store und von verifizierten Entwicklern. Da die App nicht signiert worden ist, kann ich sie nicht öffnen. Wäre das jetzt eine böse Software, die auf meinem Mac irgendwelche Schaden anrichtet oder irgendwas löscht, was nicht so gut ist, hätte Gatekeeper jetzt das Ganze verhindert. Ich muss es ja nicht mal manuell ausführen, es könnte ja auch über eine beispielsweise Java-Schnittstelle reingekommen sein. So, jetzt möchte ich aber nicht zwangsläufig hergehen und sagen, Systemeinstellungen, Sicherheit, keine Einschränkungen. Das möchte ich nicht machen, weil dann müsste ich jedes Mal hier in die Systemeinstellung Sicherheit gehen, umschalten und sicher gehen, dass ich diese Einstellung hier getätigt habe, die recht sicher ist. Es gibt noch eine andere Möglichkeit und zwar halte ich die CTRL-Taste fest und öffne jetzt Handbrake. Und ihr seht, was passiert. Handbrake stand bla bla bla. Wenn Sie Handbrake öffnen, darf es immer auf diesem Mac ausgeführt werden. Ich sage jetzt öffnen und habe sozusagen eine Ausnahmeregel für die App Handbrake hinzugefügt. Ich weiß ganz sicher, diese App funktioniert. Die macht nichts Böses auf meinem Mac. Die habe ich ganz bewusst heruntergeladen. Und genau aus dem Grunde darf sie immer auf dem Mac ausgeführt werden, ohne dass ich die Gatekeeper-Einstellungen unter Systemeinstellungen Sicherheit verändere.
Das heißt, mein Mac bleibt hier sicher. Ich habe eine Ausnahme hierfür hinzugefügt. Ich starte die App jetzt nochmal. Ihr seht, es funktioniert. Es fragt mich Handbrake nun, ob er automatische Updates machen soll. Und ich habe überhaupt kein Problem hier mit Handbrake. Das ist jetzt meine Ausnahme. Das funktioniert. Hier kommt auch schon ein Update. Ich sage jetzt erstmal Skip und schließe das. Das bedeutet nochmal ganz kurz zusammengefasst, Gatekeeper ist eine Sicherheitsfunktion unter Mountain Lion. Es verhindert, dass Software ausgeführt werden kann bzw. installiert wird, die nicht von zertifizierten Entwicklern bzw. aus dem Mac App Store stammen. Ich kann Ausnahmeregeln hinzufügen, indem ich mit der gedrückten CTRL-Taste auf die App klicke und öffnen sage und dann mit Öffnen bestätige, dass ich diese App immer auf dem Mac ausführen kann. Und ich kann so sicherstellen, dass nichts irgendwie auf meinen Mac kommt, was da nicht drauf soll. Unter welchen Umständen sollte ich die Einstellung wählen? Nur aus dem Mac App Store, wenn ihr beispielsweise Familienmitglieder habt, die an dem Mac arbeiten oder ganz sicher gehen wollt, dass jemand an eurem Mac nichts anderes installiert als aus dem Mac App Store, dann wählt ihr eben diese Einstellung. Meiner Ansicht nach ist Mac App Store und verifizierte Entwickler das Beste, was ich hier tun kann, denn nur so kommt Software auf meinen Mac, die ich definitiv auch drauf haben will. Und wenn ich noch Software von nicht verifizierten Entwicklern haben möchte, die nicht signiert ist, weil sie beispielsweise älter ist, weil ich sie selber geschrieben habe oder sonst irgendwas, dann halte ich die CTRL-Taste einfach fest und öffne diese App, füge damit eine Ausnahmeregel hinzu. Ja, Gatekeeper macht den Mac ein ganzes Stück sicherer, sollte da irgendwas in Zukunft nochmal kommen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!